Hallo, da ist der Peter aus der Lichtoase und ich werde jetzt ein Video machen. Einfach so aus dem Stegreif und ich werde mir kein Blau vom Mund nehmen. Ich werde es so sagen. Ich werde es vielleicht ein bisschen überspitzen und vielleicht nicht einmal die Spitzen vom Eisberg wirklich strafen. Obwohl es ausschaut, als wenn es richtig tief geht. Es geht um das Digitale und Analoge, die Analogie des Lebens. Und diese digitale Pollution, Digital Pollution, die keinen Platz für nichts mehr lässt in unserer Welt, in unserer Erfahrung, in unserem Wachstum. Kann sich nichts nie entfalten, weil immer alles da sein muss. Digitale Medien, Segen oder Fluch? Beides. Und es ist so ein schmaler Grat, dass fast nur niemand diese Dynamik zum Besten und ohne sich selber dadurch zum Trennen für sich und damit für das wirkliche Lebendige, für den Kern seines Wesens zu nutzen war. Und deswegen mache ich solche Videos. Bewusstseins, erweiternde Videos, inspirierende, triggernde Videos. Wie schaut es aus in den Familien? Wie schaut es aus in den Häusern, in den Haushalten? Wie schaut es aus in der Welt? Wie schaut es aus auf den sozialen Plattformen? Sozialen Plattformen. Plattformen. Sozial. Wie schaut es aus in der Online, in der Underliner-Welt? In einer Welt, wo Offline nie stattfindet, weil sogar der Router oder die Pollution, die Digital Pollution, 24 Stunden am Tag, immer voll auf das feine Zellwasser einhämmert. Tausendmal schneller, tausendmal brutaler und unausweichlicher als Königin Seela jemals, das es wohltuend und nähernd empfinden kann. Viel zu schnell, viel zu hart, viel zu gestreamt, viel zu oberflächlich, viel zu unrealistisch, viel zu teilweise, viel zu fragmental, um jemals das große Ganze wirklich wirken zu müssen. Wie schaut es aus in den Familien? Wo die Kinder schreien und blären schon als Kleiner, wenn sie nicht vor dem Tablet oder vor dem Handy sitzen können, wenn sie nicht irgendein neuerstes Handy vielleicht sogar noch haben, weil alle anderen auch eins haben. Wenn sie das Spiel nicht spielen können und wenn sie nicht online sein können, wenn sie nicht digital in das Kastel reinschauen können. Wie schaut es aus, wo der Papa, die Mama, jeder, wo es so schön ruhig ist, wenn jeder das Kastel in der Hand hat. Was war ich, wenn das Kastel nicht mehr da war? Was wird dann passieren? Wird dann wahrscheinlich alles eskalieren. Weil sie die Menschen neutral und nüchtern in der ganzen Welt gar nicht mehr erleben könnten, weil sie gar nicht mehr wissen, wie es zum Gehen, wie Leben geht, wie Wirklichkeit funktioniert, wie sie Erfahrung pur angespielt, wie sie Verbindungen in Wirklichkeit, ohne das, was dazwischen steht, angespielt. Wie das ja angespielt, wenn wir nicht was dazwischen schieben, wenn negative Emotionen auftauchen, wenn es uns nicht gut geht. Wie spielt das ja an, wenn wir nichts dazwischen schieben?
Und jetzt die Frage aller Fragen. Wenn du sagst, online hat dir schon so viel gebracht, du hast das Seminar machen können, das Coaching, das Clearing, du hast da immer wieder gute Inspirationen holen können, schöne Lieder angehört, ja. Teilweise wird es richtig sein. Aber wo in deinem Leben hat sich wirklich, wirklich was verändert durch die Online-Welt, durch die Inspirationen, durch die Seminare, die du gemacht hast? Wo hat sich dein Leben wirklich, grundsätzlich verändert? Und wo haben dir diese Kurse nur geholfen, als Tropfen am heißen Stein, um dein Leben prinzipiell hinter der Kulissen so weiterzuführen wie bisher? Nämlich nicht wirklich verbunden mit deinem Wesenskern. Vorgegaukelt, eine Illusion von Verbindung oder sozialen Kontakten. Ein äußeres Netzwerk, dass du in dir schon lange nicht mehr aufrechterhältst, weil die Wirklichkeit zu bieder ist, zu fad, zu unspirituell, zu menschlich, zu normal. Das, was du brauchst, das hast du da, jetzt. Und das, was du nicht brauchst, hast du da, jetzt nicht. Soziale Medien, online, Digital World. Perfekt positioniert. Vor wirklich perfekte, inszenierende Menschen, die da oben sitzen. Nicht besser oder schlechter, das sind nur Feststellungen und Tatsachen. Wir können damit ja machen, was wir wollen. Das stimmt, das ist richtig. Ja. Und es ist alles part of the game, ich verurteile niemand in dem ganzen Spiel, weil wo keine Nachfrage da ist, auch kein Angebot. Ja. Verantwortungsbewusste Menschen entscheiden selber, was sie nehmen und was nicht. Und dafür brauchen sie Information. Und deswegen erzähle ich euch das jetzt. Perfekt rübergelegt, wie eine Overhead-Schablone über die Wirklichkeit, diese Taktung, die zwischen die Vibes rumkommt, ja. Die jeden erwischt, jeden, weil jeder hat so einen Säckel in seiner Hosentasche stecken, meistens vor in der Früh bis auf die Nacht, seit kurzer Zeit erst. Jeder hat es immer überall mit und ist nie wirklich da. Oder nur ganz selten. Und selbst wenn, dann bist du zumindest gedanklich in dem Kastel. Und sobald du das Kastel auch nur irgendwo in deinem Feld gedanklich, emotional oder real in die Hand nimmst, ist der Taktum um einiges schneller, getrennter und unselbstständiger als die Wirklichkeit. Die meisten Dinge, die wirklich einfach sind und die aus dem Nichts heraus entstehen, die einfach so aus dir heraus entstehen, aus deinem puren Nackerten, genau da ankommen. Die sind weggewischt in dem Moment, wo du das erste Mal am Tag deine Hände aufdrehst. In dem Moment, wo du schon fast nur das erste Mal daran denkst und irgendwas dreamst. Mach zumindest Mitgliedschaften und lade Dinge an, weil dann musst du nicht die ganze Zeit nur streamen. Ah, dann kannst du auf Flugmodus gehen, kannst du die Sachen anhören. Dieser Stream, es streamte, ob du willst oder nicht. Das ist wie ein Kampe, der was über deine Haare schert und die immer wieder streamt. Und das sind Datenautobahnen, die da durchgejagt werden. Und das, was du wirklich bist, dieser kleine Trampelpfad, ist fast nicht mehr sichtbar, ist fast nicht mehr existierend. Die Wirklichkeit, die banale, einfache Wirklichkeit, die Einfachheit einer Familie, das Wirkliche vom Zusammensein, wo ist es? Man sieht Fotos, wo jeder brav beim Tisch sitzt, wo alles happy ist,
jeder sich anlächelt. Wo Familien, die in Wahrheit nur mehr am Papier und in den sozialen Medien oder auf die Fotos oder keine Ahnung, wo eine Familie sind. Familien, die nichts mehr verbindet. Schon lange nicht mehr. Nichts mehr Wirkliches in der Seele verbindet. Stehen sie dann so da. Auch. Ja. Und die ganzen Szenen, und ich nehme mich selber nicht aus. Ich selber mache auch oft den Fehler und stelle mich da. Man inszeniert sie. Man scheint, man lässt der Welt aufscheinen und man kann in der Welt reinschauen und das polarisiert. Das ist wie Krieg. Die scheinsten Sachen nimmst du außer vor dem Familienfest, vor dem Treffen mit dem Mensch, vor. Und dann postest du die heile Welt. Ein Teilfragment einer ganzen Welt. Und es ist wie Gehirn gewaschen, es wird nur mehr das postet. Man will ja gut dastehen, man will ja das Gute in der Welt nähern. Und weißt, was du damit machst? Es gibt viele Menschen, die haben nicht so eine schöne Familie und die haben nicht dieses schöne Erleben. Und die haben. Und denen spürst du sogar noch eine Welt vor, eine Welt, die du nicht einmal selber lebst, die du nur abschnittsweise hast. Das tut weh. Die Menschen sitzen daheim und können dort nicht hin. Denen sublimiert man mit so einer heilen Welt, du müsstest da so sein. Du bist falsch. Du hast irgendwas nicht richtig gemacht. Weil du sitzt nicht mit deiner Familie beim Tisch, sondern deine Kinder und lachst und alles ist happy und happy birthday und ja, genau, wir feiern, weil wir sind glücklich. Und 5 Minuten nachdem wir das Foto gemacht haben, was ist passiert dann? Sitzt wieder jeder bei seinem Tablet, schreit, streit oder ist nicht zufrieden, weil er zu wenig Geschenke gekriegt hat. Oder wie dort oder wie da, auf jeden Fall passt es wieder nicht. Ja. Ruhig gestellt wird man dann eben in Kastl. Oder mit der Computerkonsole. Oder ist ja wurscht, was jetzt. Ja. Digital Pollution jedenfalls. Über der gleiche Chaos. Ja. Und du erlebst es vielleicht real. Oder möchtest das real erleben. Mit deiner Familie. Und ihr sitzt am Tisch. Macht ein Tischgebet. Und irgendwer fängt an zum Rehren und irgendwer spuckt. Der andere sagt, nein, das möchte ich jetzt nicht. Oder. Jedenfalls ist es nicht diese heile Welt, was dargestellt wird, sondern es ist die Realität. Ja. Und ich möchte jetzt dazu sagen, dass es schön war, wenn wir alle so gemeinsam am Tisch sitzen könnten und sich anlachen. Und wenn wir Hand in Hand mit unserem Partner gehen könnten, dass sie alle lächeln könnten und wirklich in der Liebe waren miteinander. Und das ist ja dann auch immer der Beweggrund, warum man solche Sachen postet. Weil man ja glaubt, dadurch kann man es in der Welt nähern. Nur wisst, die Dinge entstehen vor allein, sobald man auch das andere da sein lassen, sobald man in der Realität ankommt. Sobald man wieder in die Natur gegangen, um in die Natur zu gehen zum Beispiel. Sobald wir uns die Natur nicht ins Wohnzimmer holen müssen, werden wir wieder Zeit haben müssen. Wir brauchen ja nur alles sofort verfügbar, wenn wir keine Zeit mehr haben, um das Leben wirklich zum Leben. Der Wirklichkeit Platz zum Geben, um mir echt auch zum Kummer, im Nichts, sehen das Nichts einfallen zu lassen. Das ist der wahre Fight, den du jeden Tag haben wirst, wenn du irgendwann echt aufwachen musst. Die so mit dem Nichts, mit der Leere in dir zum Verbinden. Da rennt kein Video, da hast du nicht einmal Meditation rein. Eine Meditation kann dir dorthin helfen. Und vielleicht kann da ein Video den Kick dazu geben, dass du dich rausreißt aus deinem Alltagstrott. Und vielleicht kann da ein gutes Lied helfen. Ein gutes Lied. Richtig, richtig, richtig. Aber zum Kummer für der Welt. Wisst ihr, wir werden die schöne Welt nicht erschaffen, wenn wir nur mehr von den schönen Sachen reden. Wir werden die schöne Welt erschaffen, indem wir auch die nicht schönen Sachen wirklich integrieren und da sein lassen. Wenn wir Netzwerke machen und große Dinge, in denen wir viel reden und schöne Sachen
posten und nur mehr schöne Sachen posten und machen wir ein bisschen kritischer. Wenn wir die Welt nicht so ein bisschen machen. Weil der Punkt ist, dass wir uns dann selber, uns und unsere Umgebung dabei unterstützen, nichts in unserem Leben wirklich zu verändern. Wir können tanzen, wir können atmen, wir können meditieren, wir können uns gegenseitig schöne Fotos schicken. Ja. Und meistens passiert es uns dann, dass wir genau deswegen, wenn wir sie so viel geben, dass wir sozusagen durch das den anderen in seiner heilen Welt blasen halten, das gar nicht gibt, weil dort gibt es auch was nicht Schönes. Ganzer Lob. Wenn ihr schöne Posts habt, wo ihr immer schöne Visionen reinschreibt und immer alles perfekt darstellt, dann gaukelt ihr der Welt vor, dass das wirklich so ist. Und ermöglicht der Welt dadurch einen längeren Atem, weil der Schmerz in ihrer Welt dann nicht groß genug ist, dass sie wirklich was verändern. Der Schmerz muss ziemlich groß werden, dass Menschen was verändern. So ist es momentan auf jeden Fall noch. Und wenn man sich gegenseitig die ganze Zeit nur schöne Sachen erzählen, wird der Schmerz nie groß genug sein, dass wir wirklich was verändern. Wir werden den Schmerz spüren, werden sie zu einem super Tanzseminar anmelden oder zu einem irgendein Channeling oder sonst irgendwo gehen. Die werden uns dann drüber helfen, über das, wo wir den Schmerz wirklich annehmen sollten und anschauen in uns. Einfach nur annehmen sollten. Unsere inneren verletzten Kinder wieder. Sind wir wieder bei den Anteilen. Hilft uns der Event dann drüber? Und so tagt man dann in unser Leben. So, ich beschreibe jetzt gerade den ganz normalen Stream da draußen. Und insbesondere den esoterischen Stream. Der andere Stream redet wenigstens nicht einmal davon, dass was verändern will. Der esoterische redet ja die ganze Zeit davon. Wir wollen ja alles verändern. Dann gehen wir von einem Event ins andere, von einer Schein-Session in die andere Session und halten uns damit in ein Leben, das gar nicht wirklich real ist, weil unsere wirklichen Schatten schauen wir sie gar nicht an. Wir konzentrieren uns auf das Positive. Ich würde damit sagen, es ist gut, wenn man sich auf das Positive konzentrieren, jedoch das überhaupt nicht Positive auch mal ehrlich annehmen und da sein lassen. Und genau das mache ich in meiner Arbeit. Wenn du mit mir arbeitest, integrieren wir, ich zeige dir, wie du deine Schatten wieder integrieren kannst, wie deine Schattenkinder zu deinen Sonnenkindern werden. Wie du offline ein freies, echtes, selbstbestimmtes Leben führen kannst. Online ist nämlich genau das Gegenteil davon. Ganz egal, was dir irgendwer erzählt. Und ich selber neige immer wieder dazu, dass ich eine kippe. Deswegen weiß, von welcher Sucht ich da rede. Und ich kenne die Dynamiken. Und ich kenne die Tiefen. Und ich kenne die Verlockung. Und man glaubt, man kann die Welt zu einer besser machen, indem man nur mehr die heile Welt präsentiert. Wirkliche Veränderung findet aus dem Nichts heraus statt. Dort, wo nichts beginnt, fängt alles an. Wenn wir uns fallen lassen können, in die Leere rein, in deinen einen Moment, und das kannst du nur, probier es mal aus. Geh einmal ganz bewusst in einem Moment, wo du Schmerzen hast oder wo du wirklich in eine Demut kommst, wo das Leben übel mitspielt und du nicht das kriegst, was du willst, sondern wo du das Leben die Dinge ganz groß werden lässt, da wo deine Rahl wirklich im Dreck rein. Was machst du dann? Was machst du, wenn es dir schlecht geht? Buchst dann irgendwie das nächste Event, triffst du mit dem nächsten Coach oder mit der nächsten Gruppe, wo du drüber retten kannst und einen Monat später kommt es eh wieder oder zwei. Nimmst die nächste Droge, trinkst das nächste Achtel Rad, schaust ein kurzes Video an oder postest eine schöne Fotoserie, schreibst den nächsten genialen Text.
in dem Gedanken, dass du sagst, ich rette ja die ganze Welt und mich selber durch das, dass ich geniale Texte schreibe, weil die Felder sind so schön mit dem, wie du verbindest. Und durch das, dass ich die Welt retten will, lenke ich mich an, dass ich mich selber rette. Durch das, dass ich auf die Welt schaue, schaue ich weg von mir selber. Das sind so Fragen, die kann man sich fragen. Und wenn es einem wirklich schlecht geht, wenn einem wirklich einmal die Decken am Kopf fällt und die Dinge groß werden, die was wirklich im Dreck rennen, ja, die Anteile, die gesehen werden möchten und endlich seit der Kindheit einmal da sein möchten, die auf die sozialen Medien absolut keinen Platz haben. Dort werden noch immer Männer gegen Frauen ausgespielt, auch in der esoterischen Schiene, ganz groß. Da geht es um das, wer ist mächtiger, wer hat die Führungsposition. Wie wenn, wer ist weiter, wer sollte von wem endlich was annehmen und leben lernen. Da geht es wenig um Natürlichkeit, da geht es selten um das, wo die natürlichen Basis-Einstiegsrollen sind, wo das Männliche, das Urmännliche und das Urweibliche zum Sein hat, um überhaupt mehr einen Tanz stattfinden zu lassen. Das sind die Dinge, für die ich spreche, in meinen Videos auch. Die natürlichen, urgeschaffenen Archetypen. Dann ist weder die Frau, nur der Mann, irgendwo weiter oder besser, sondern es findet Kokreation statt. Und jetzt gehe ich nur mehr zurück. In dem Moment, wo es dir wirklich schlecht geht, also sprich, wie stößt du fest, was online oder Handy eigentlich mit dir macht? Computer, egal was für eine Strahlung. Von diesen abnormalen, getunten, frisierten, perfekt inszenierten und wirklich, Leute, wenn ihr glaubt, die Energie kannst du einfach so umgehen, nur dass du positiv denkst oder das Medium positiv sublimierst, dann hast du geschnitten, das geht nämlich nicht. Das geht teilweise. Trotzdem vertragt der gesunde Organismus von bis eine Spanne am Tag, dass er wirklich bei sich bleiben kann. Nur eine Spanne am Tag, wo er kontaminiert ist mit fremden Strahlungen. Vielleicht ist es eine halbe Stunde, vielleicht sind es 2 Stunden. Das ist sicher nicht bei jedem gleich. Jeder, der über diese Schwelle drüber geht, und die muss jeder persönlich für ihn feststellen, ist nicht mehr er selber, sondern fremdgesteuert. Dazu dient online hauptsächlich, insbesondere seit Corona, ist ja der Vernetzungshype und die sozialen Medien nur ganz groß gebunden werden, seitdem ist ja sozusagen das Rebirthing, das ultimative Turbo-Booster gewesen, wie ach, so heilig ja die sozialen Medien sind und wie hilfreich wir über die ganze Welt verbunden sind. Wir sind jetzt mit der ganzen Welt verbunden, aber mit uns und mit unseren Familien und mit unseren Partnern sind wir bis heute noch nicht verbunden und haben noch immer keine Zeit. Aber wir retten die Welt. Und wir lassen uns von der Welt retten. Und wir sehen, was soll ein Superes in der Stadt, in der Welt stattfinden. Und jetzt noch einmal zurück, bevor ich das Video anschließe. Zu dem, wo stehst du und wie wirkt das auf dich aus? Wenn du wirklich einmal ganz herum bist und wenn du es einmal geschafft hast, dass da alles am Kopf hängt und die Dinge groß werden, die was wirklich im Dreck rennen, dann bist du demütig genug und Demut ist das Gefäß des Göttlichen, der Liebe und der Wahrheit, weil Wahrheit ist Liebe. Und Liebe ist Wahrheit, Prägnanz. Ja. Du hast in der Liebe zum Distanzieren von allen Feldern, die dich schädigen, die deine Schwingung reduzieren. Und von Süchte oder Menschen oder Felder, die dich vorgaukeln, sie können den Mangel auffüllen. Und auf diese Mangelauffüllung fallen wir ein. Wir nehmen die sozialen Medien, wenn wir gerne unseren Mangel auffüllen, den kaschieren oder sonst was. Wenn du aber dann am Boden liegst einmal, weißt du krank bist oder egal was, weißt du überfordert bist oder sonst irgendwie depressiv bist, wo es da mal einen Druck rausnimmt. Depression. Druck rausnehmen. Dann schau, was passiert, wenn du 2 oder 3 Stunden mit dem Atem dich beschäftigst, am besten geht es in der Früh, wo du dann wirklich runterkommst und deine schattigen Anteile einfach da sein lässt, vielleicht weinst, deine Schmerzen spürst, deine Aussichtslosigkeit, diese Anteile, die Angst haben, die brauchen,
die schon viel zu lange nicht mehr für die wahrgenommen worden sind und deswegen hier weiter. Und dann gehen wir kurz online. Nur ganz kurz. Aber erst nachdem du wirklich schon bei dir angekommen bist, wo du noch keinen Kaffee getrunken hast, noch keine anderen Suchtmittel konsumiert hast, wo du wirklich einmal ganz in der Ruhe nur mit dir warst, die angegriffen hast, berührt hast, geatmet hast, in den Ofen rein kannst, hast, das Feuer knistern gehört hast, wo du wirklich runtergekommen bist. Und die meisten Menschen, das möchte ich dazu sagen, nur als ein bisschen bewusstseinsmäßig, ja, dass man da eine Ahnung kriegt davon, von was ich da rede, haben gar keine Ahnung, wie es ist, nicht ständig gepusht zu sein, gehypt zu sein, drauf zu sein, auf der Jagd zu sein, nach dem nächsten Kick, nach dem nächsten Klick, nach dem nächsten Wollen, Haben, Erreichen müssen. Dann, wenn das Handy auf, hast du die Zeit wieder gemerkt, traust du kurz auf in der Früh, denk mal, boah. Den Zugriff auf das wirklich Einfache und wirklich Wesentliche hast du jetzt in dem Moment verloren. Dann traust du nach 5 Minuten wieder an, kannst den Zugriff wieder kriegen, aber es wird schwieriger. Und das möchte ich damit sagen. Also, da reicht ein Klick, einmal hingreifen, ein Gedanke und du bist schon auf einer anderen Schiene, bist schon wieder auf der Trennungsschiene unterwegs. Und ja, wir haben zum Lernen diese Medien zum Nutzen. AI benutzt soziale Medien, verwendet Handys. Doch es ist ganz ein schmaler Grat, der uns da als Menschen bevorsteht. Weil es ist wichtig, dass wir eigentlich mal zu uns zurückkommen. Wir sind eigentlich noch lange nicht bei uns. In diesem Sinne, das wirklich Wahre und Einfache, kuscheln, in den Ofen zu hören, ruhig sein, nichts, nichts zu tun, nichts, bewusst nichts zu tun. Dort spricht die Stimme des Universums durch diesen Raum des Nichts, den wir halten sollen als Menschen, das ist unsere Aufgabe. Langsam, flow, da sein, komplett da sein, spricht das Universum durch uns. Und was machen die Menschen? Dann greifen sie wieder hin, wollen das Universum nehmen und sagen, das ist, mache ich jetzt. Das ist es nicht. Dieses Nichts will Raum haben, ganz viel. Es will uns begegnen, es will uns berühren, es will da sein. Es will durch uns auf die Erde aber wirken. Und dafür braucht es uns Männer und Frauen wirklich ganz und endlich wieder da auf der Erde. Und zwar überwiegend offline, kann man es nur direkter nennen als online oder offline, geht es noch? Die Menschen reden von Freiheit, über das, dass die ganze Zeit online sind und erzählen irgendwas von. Man merkt im Internet sehr dazu, dass man die Identität verliert, dass man es auch verschiebt. Nimm dann mal das Internet weg und schau mal, wer es dann bist. Wer bin ich wirklich? Wer bin ich? Wenn die Identität auf einmal wegfällt, die Identität. Wer bist du und wer bist du wirklich? In diesem Sinne, wenn du Lust hast, das zum Auszufinden, da bei mir auf der Lichtoase, in einem Live-Natur-Coaching, dein Zugang zu deiner natürlich archetypischen Kraft wieder freilegen wirst, dann freue ich mich auf dich. In diesem Sinne, Namaste. Aus der Lichtoase wünscht dir der Peter.